Hi-ho und willkommen zurück, meine lieben Rollenspielfreunde, zu Baldur's Gate 2 Shadows of Arm. Wir sind immer noch in dem super tollen, ja, heimgefangen. Irgendwo in den untersten Ebenen. Wir sind ziemlich angeknackst. Wir können mal gucken, was wir noch an Heilzaubern oder so haben. Aber das sieht bei Ich warte auf euren Befehl. allen recht ebbig aus. Wir hätten hier noch eine Heilung. Ich helfe, wo immer ich kann. Und hier haben wir eigentlich auch nichts mehr. Also werden wir die Chance nutzen und rasten. Und werden vom Bodhi Ihr attackiert. werdet so lange leben, wie ich es zulasse. Und wieder treffen wir uns, Kindesbars. Ihr seid langsam. Vielleicht sollte ich euch dazu anregen, schneller zu laufen. Okay, Talisa hat sicherlich schon zig Level verloren. Oh, Stufe 6, das ist nicht so schön. Wäre das nicht wunderbar, wenn ihr in jeder Hand einen von meiner Seite hättet? Nächstes Mal! Muss wohl was anderes ausprobieren. Ihr werdet so lange leben, wie ich es zulasse. Gut gemacht, Kindesbar, rennt schneller. Vielleicht auch kommt ihr dann von hier. Nächstes Mal! Vielleicht schon zurechtstürzen. Keine große Herausforderung. So. Scheiße. Ich hab ganz vergessen, sie ist die Einzige, die Genesung hat. Was kann ich tun? Nee, halt, da ist eine Genesung, oder? Aber jetzt sind da ihre Zauber am Arsch. Ernsthaft. Nee. Da bist du jetzt durch, dass ich nochmal lade. Ich war einst eine Mondklinge, müsst ihr wissen. Und Immon leider das Ding klauen muss. So. Und dann rasten wir. Ja? Und du kannst gleich mal das hier sprechen. Ja. Und Immun. Sprich das. Das Gute ist heute. Ich warte. Auf So, dann machen wir Bodhi kalt. Gut. Ja. Das sieht schon mal ein bisschen besser. Gut. Jetzt können wir hier einen Quick Save machen. Na, das brauchen wir nicht unbedingt. Ein Studierzimmer. Okay. Verstanden. Keine Fallen.
keine Feinde, nur Schriftrollen. Oh, was geht? Was ist mit den Gebüchern? Mit den Büchern. Die Geschichte von Ted hier. Nicht, dass da irgendwas Wichtiges dabei ist. Die Geschichte von den Glocken. Die Geschichte des Schattentals, nicht Aals. Ey, warte mal, die Geschichte des Schattentals? Kommt mir irgendwie bekannt vor. Was haben wir hier? Wort der Macht, Betäubung. Also ja, Wörter der Macht sind immer toll. Genau, es gibt nämlich auch Wort der Macht, Tod. Das hätte ich immer noch ganz gerne. Spitzender Feuerball. Also nicht das, was sie hat. Sie hat nämlich hier irgendwo... Nicht tödlicher Nebel, nicht unsichtbarer Pirscher. Oder ist das weiter vorne? Oder war das ein Priesterzauber? Das könnte natürlich auch sein. Untote abwehren. Hier müsste das eigentlich sein. Falscher Sonnenaufgang, Strahl des Ruhms. Salz singende Kugel, Klingenbarriere. Luftdiener. Schneller Tod. Ich weiß, ich hatte es irgendwo, das, den Zauber. Oder ist der sehr hoch gewesen? Kelvins Peitsche, Massenunsichtbarkeit. Hier, Symboltod. Es gibt auch das Wort der Machttod. Ich hätte es immer noch gerne. Ich weiß aber nicht, ob es das in Baldur's Gate 2 überhaupt gab. Wir gehen mal zu Eri. Pfeile sind immer gut. Irgendwer hatte doch noch zwei Sachen zu identifizieren, genau. Verdammnispanzer plus 3. Rüstungsklasse 0. Kann nicht verwendet werden von Barden, Druiden, Magiern und Dieben. Ein gewisser Adarius Shin hat dem Verdammnisplattenpanzer seinen Namen gegeben. Die Rüstung macht ihrem bedrohlichen Namen alle Ehre. Adarius hatte gehofft, auf diesem Weg seine Gegner mit Furcht zu erfüllen. Dummerweise starb er jedoch kurz nachdem er die Rüstung angelegt hatte, unter mysteriösen Umständen. Auf diesem Weg bekam der Name der Rüstung seine ganz eigene Bedeutung. Jeder Abenteurer, der diese Rüstung daraufhin anlegte, starb nach kurzer Zeit. Man sollte jedoch vielleicht zur Ehrenrettung der Rüstung sagen, dass die meisten Abenteurer kein langes Leben führen und natürlich meist in ihrer Rüstung sterben. Mhm. Gehen wir mal alle durch. Schlechter, besser, schlechter, gleich, geht nicht, zu schwach. Also kriegst du die Rüstung. Ups. Eure Magierzauber wurden deaktiviert. Ja, das ist nicht so toll. Das Problem ist, die Rüstung hat nichts Besonderes und ist schwerer als das Teil hier. Von daher ist sie auch nicht so wertvoll. Kleriker stecken plus 3. Hm. Und Bolzen plus 2. Da sind wir jetzt mal das ganze Zeug los, was wir hier haben zum Identifizieren. Da ist noch das hier.
Ring der Handlungsfreiheit. Ne, geh mal trotzdem an. Sicher ist sicher. Gut, das heißt, wir können hier drüben weitergehen. Euer Blut riecht aber sehr einladend. Haltet ein und sprecht auf, dass ihr eure Lügen hören kann. Diese Bodhi hat euch geschickt, nicht wahr? Seid ihr gekommen, um mich zu töten, oder seid ihr ebenso verdammt wie ich? Wenn ihr ein Vampir seid und von ihr geschaffen wurde, sind wir tatsächlich gekommen, um euch zu töten. Sie hat mich dazu verurteilt, an diesem Ort zu bleiben. Wir sollten zusammenarbeiten und versuchen, von hier zu fliehen. Ah ja, sie hat uns geschickt, um euch zu zerstören. Und jetzt erklärt mir, wie ihr von hier fliehen wollt. Nehmen wir die zwei. Ich stehe hier allein gegen all die hierher kommen. Ich habe den Weg versiegelt und nur meine Hand kann öffnen, was jetzt verschlossen ist. Wir werden an diesem Ort kämpfen, den ich geschaffen habe, und da soll er auf ewig versiegelt bleiben. Wenn ich nicht die Kontrolle habe, soll sie keine haben. Nur durch meine Hand lässt sich der Weg öffnen. Ihr seid ja verrückt. Hört ihr mir überhaupt zu, oder wollt ihr nur einfach gegen jeden kämpfen, der euch über den Weg läuft? Verdammt, Mann, wie kommt man hier heraus? Nehmen wir mal das Erste. Haha, ich habe die Kristalle entfernt, die die Magie für die Türe bündeln. Ich habe sie in einem Abfallhaufen geworfen, damit sie dort verrotten. Die Probeute haben sie genommen und verehren das Zeug jetzt, diesen Narren. Es gibt keine Möglichkeit für euch, von hier zu entkommen. Ihr werdet hier verhungern, verhungern. Los, spuck es aus. Und du wirst jetzt erstmal einen schönen Feuerball in die Fresse kriegen. Schön. Ich warte. Muss wohl was anderes ausprobieren. Ja, nach Datum. Die Flucht aus dem Heim. Was habe ich denn schon erledigt? Verwandlung und der Traum und im Heim. Ich habe diesen Dance Sontan getroffen, von dem Bodhi gesprochen hat. Er hat herumfantasiert und behauptet, dass nur die Hand des Schöpfers, seine Hand, die Tür öffnen kann, die nach draußen führt. Ich denke, dass er außerdem den Kristall entfernt hat, der die Magie fokussiert, die zum Öffnen der Tür benötigt wird. Vermutlich hat er ihn in irgendeinem Abfallhaufen geworfen. Er hat behauptet, dass der Kristall jetzt von Kobolden verehrt wird. Der Mann ist offensichtlich völlig verrückt. Was immer ihr wünscht. Mhm. Ja, wenn ihr es wollt. Ja, Dance hat sich nach seiner Niederlage mit einem gequälten Schrei in seinen Sack zurückgezogen. Wenn ihr jetzt einen Holzflock hättet, könntet ihr seiner inneren Existenz ein für alle Mal ein Ende bereiten. Zum Glück haben wir das. Und tu mal davon bitte 5 in den Rucksack, danke. Wir müssen nämlich bei ein paar Leuten nachfüllen. Und haben gerade definitiv zu viel Zeug hier. Ja, Meta-Zauber. Ein zusätzlicher Zauber des zweiten Grades. Da könnten wir auf den verzichten und es stattdessen Dämonen geben. Ja, zweiter Grad können wir auf einmal verschwimmen verzichten. Entschuldigung. Furchtbaren Spiegelbild. Ja, Spiegelbild klingt nie schlecht. Ja, Holzflock. Und ich schlage zu. Die Hand des gequälten Wesen löst sich unter eurem Griff. Euer Blut riecht aber sehr einladend. Ich danke euch, Talisa. Tot bin ich frei, ich muss nun ruhen. Der Vampir ist endgültig tot und der Sack riecht nach Verwesung. Es gibt nichts mehr zu tun. Dafür haben wir seine Hand.
Die Hand gehört dem toten Vampir des Days Sontern. Tagebuch, da wollte ich hin. Erledigte Aufgaben. Der gequälte Days. Nachdem ich einen Flock durch das Herz von Days Sontern getrieben habe, ist er endlich vom Fluch des Vampirismus befreit. Seine Seele kann nun Frieden finden. Hm, natürlich. So, und damit dürften wir eigentlich hier fertig sein. Ich warte, wenn es das ist, was ihr wollt. Geh mal kurz hier runter, Lisa. Können wir da rumlaufen? Ja.